Heute hat das Glücksrad entschieden, zu welchem Champions League, Euroleague oder Conference League Spiel wir gehen, Freunde. Aber vor der Entscheidung treffen wir Splash, Bruder, am Flughafen. Und der ist wirklich absolut ahnungslos. Good morning, mein Bruder. Hast du Bock? Ich hab Bock mit 1 Stunde Schlaf. Boah, du hast geackert die ganze Nacht. Ich war noch bis 4.30 Uhr wach. Boah, tough, Alter. Das ist tough, ey. Junge, Junge, Junge. Wir haben hier ein YouTube-Video für dich. Das hat er gemacht, Alter. Und ich würde sagen, ich wünsche dir viel Erfolg beim Gucken. So, lieber Splash, Bruder. Okay, sind wir bereit zum Drehen? Oh, ich bin aufgeregt. Wir legen los. Wenn es auf einen von den beiden Leeren landet, dann drehen wir nochmal. Die sind einfach frei geworden. Wo gehen wir hin? Conference League, Champions League, Euro League. Ich hab so Bock, das wird ein grandioser Trip. Hä? Warte mal, bevor... Nicht Pause, cool, nicht Pause nein, machen nein, hier. Nein, bevor ich, Digga, wie lange hast du gedreht, Digga? Ich hab Gas Arsch gegeben. Das ist 12 Mal gedreht, Alter. Ja, so also klar, dass der erste mal rot landet, Alter. Komm. Ah, die... Ah. Okay, okay. Okay, kurz Pause. Okay, Euroleague schon mal. Also, es wird Euroleague. Okay. Was könnte kommen bei Euroleague? Ajax Amsterdam. Das heißt erstmal, wir haben ein paar Tage für uns auf jeden Fall. Das Spiel ist erst... Am Donnerstag. Komm, wir werfen mal einen Blick, wir werfen mal einen Blick auf die Abflug, auf den Abflug. Rate mal ein bisschen. Madrid, Amsterdam, Lanzarote, München, Frankfurt. Stell mal vor, wir fliegen nach Freiburg, weil die spielen auch Euroleague. Das stimmt, ja. Freiburg habe ich gehofft. Auf keinen Fall Freiburg, Alter. Helsinki, Saarbrücken. Das Ding ist, New York. Vielleicht ist irgendwas, was da drauf ist, ja auch nur ein Zwischenstopp. Hm. Weil wir einmal irgendwo nach Frankfurt zum Beispiel fliegen und danach weiter. Hm. Hm. Okay, ich guck mal weiter. Gib ihm. Good morning. Good morning. Guck mal, diesen schönen Himmel, da bin man noch gar nicht aus Berlin eigentlich weg. Wow, wir sind hier am Flughafen jetzt. Es ist... Wie spät ist es? Früh. 6 Uhr. Aber es ist nicht früh genug für ein Bier. Nein, wir trinken nicht. Aber... Baby. Wir sind jetzt durch die Sicherheitskontrolle. Wir fliegen erst nach Frankfurt und ich muss was frühstücken. Deswegen habe ich mir dieses wunderschöne Baguette geholt, was ja grundsätzlich sehr lecker, sehr geil aussieht. Und 2 Cappuccino. Wisst ihr, was ich für dieses Baguette bezahlt habe? 7,50 Euro. Also ich bin mir sicher, das wird bestimmt lecker schmecken, aber das ist schon, das ist schon krass, oder? Was bevorzugst du am Morgen? Bier oder Kaffee? Gilded Blondet. Falsche Antwort, auch richtige Antwort, oder? Gilded Blondet. Also wir müssen jetzt entscheiden, wer auf dem Hinflug in der Mitte sitzen muss. Wir fliegen über Frankfurt und dann nach... Aber beide Flüge? Beide Flüge. Und Rückflug darf dann der andere, aber... Xing Shang Chong. Verlierer muss nach außen. Nee. Wir machen auch bei der Rückfahrt nochmal neu. Wieso soll ich das machen? Ja, also. Hey, wir sind einfach gerade richtig close dazu. Unseren Plan, unseren Anschlussflug. Oh ja, hierauf, geil. Unseren Anschlussflug zu verpassen, Alter. We did it, Alter. Ultra gerannt, jetzt warten noch ein paar Leute. Und ich sehe diesen Flieger. Wie immer ist es ganz wichtig natürlich. Warten im Gang, obwohl keiner aussteigen kann. Nur so seid ihr wahre Vierflieger. In diesem Land gibt es wunderschöne Flughafentoiletten. Also so halb Flughafentoiletten. Also wir haben hier 8 Grad. Scheint die Leute da hinten jetzt nicht so wirklich zu stören. Ein weiterer Hinweis. Hier werde ich jetzt was raus essen. Made by Farmers. Wir geben dem Ganzen mal einen schnellen Taste-Test am Flughafen. Die sehen interessant aus auf jeden Fall. Brownie von der einen Seite, von der anderen Seite nicht. Riecht nach Longhorn Beef. Ich hab's hier abgelegt. Die schmecken nach ein bisschen Gravy-Soße oder sowas. So braune Soße. Ein bisschen auch Burger.
Burger King Style, so Texas, Nexus-mäßig. Texas Long Barbecue. Aber das verrät euch wirklich gar kein bisschen, wo wir sind, glaube ich, oder? Die Chips gibt es bestimmt überall, aber ins Hotel. Auf jeden Fall nicht in der Türkei. Vom Flughafen ging es direkt ins Hotel. Und wir haben sogar ein richtig schönes Hotelzimmer. Mit der View direkt da vorne aufs Stadion, Baby. Mein RTL! Bevor wir loslegen, ein kurzes Wort vom Sponsor des Videos, Football Rivals. Football Rivals ist ein Handyspiel und wie es der Name schon verraten lässt, es geht um Fußballfreunde und um Rivalitäten und um Ranglisten aufzusteigen und um mit Freunden zu spielen. In der App erstellt ihr quasi euren eigenen Charakter, dann könnt ihr euch ein Team aussuchen, dem ihr beitreten wollt. Mein Team ist war Hertha und der KSC, ich wurde rausgeschmissen. Jetzt bin ich bei den Pfälzer Jungs. Denn ich bin Pfälzer Junge und bei den Pfälzer Jungs wird Schorle getrunken, oder Kelle? Auf jeden Fall tretet ihr einem Team bei, Freunde, und mit diesem Team heißt es leveln und gegen andere Teams spielen, um in der Rangliste nach oben aufzusteigen. Muy importante. Es gibt eine nationale Rangliste, es gibt eine internationale Rangliste und ihr müsst Live-Matches spielen mit eurem Team zusammen, um nach oben zu kommen. Hier, gegen wen spielen wir als nächstes? Wir haben als nächstes Spiel ein Spiel gegen FC Erzovka. Ich freue mich schon als Bankwärmer aufzulaufen. Also bei uns läuft gerade das Spiel sogar gegen FC Erzkova und ich muss in den Angriff, ihr seht Benji gegen Botond und ich muss jetzt hier nicht irgendwas tippen oder sowas, um zu spielen, sondern muss quasi immer meine Karten legen lassen und wenn die Karten alle drei die gleichen sind, gibt es einen Boost und ich muss mehr Punkte sammeln als der Gegner bis zum Ende des Spiels quasi oder bis einem die Trainingspunkte aufgebraucht sind. Neben den Karten legen habt ihr aber auch die Möglichkeit, Elfer zu schießen oder Elfer zu halten. Und wenn ihr so gut seid wie ich, dann versenkt ihr die Dinger auch alle. Ihr könnt auch mit den Leuten sprechen. Es gibt unten rechts eine Chatfunktion, da könnt ihr mit denen quatschen. Vielleicht findet ihr euren neuen besten Homie. Vielleicht findet ihr euren neuen besten Rivalen. Also Freunde, das Spiel erklärt sich eigentlich von selbst. Es ist wirklich kinderleicht. Ladet es euch gerne runter. Links in der Beschreibung. Jetzt gehen wir ins Stadion im realen Leben. Und ich hoffe, es gibt kein Erdbeben. Dann schneiden wir raus. When I grew up, I want to be a pilot. And destroy Pakistan. Der Abend geht los, Freunde. Rein in die Stadt. Wann haben Sie weggekommen? Vielleicht nicht so schlau. Ey, ich bin das erste Mal am Saufen mit dabei. Löscht den muslimischen Slang hier raus. Ja, ich will dich jetzt drauf haben, auch wie du trägst. Ach so, ja, okay. It's a German hat. It's very important. Mein letztes Bier ist locker anderthalb Jahre her. Heute gehen wir steil vor. Nicht labern, trinken. Schaut mal. Er hat so ein gottloses Getränk erfunden, wirklich. Beautiful. Ist aber kein geiles Bier. Sehr fruchtig, wie so ein Pale Ale. Fruchtig? Das ja. Ist das Wort, was man benutzt dafür. Ne, das ist schon, das schmeckt ja schon nicht so todesherb. Das ist schon so wie so ein Pale Ale, finde ich. Vielleicht kennt es jemand, wir haben einfach genommen. West. Die zwei fitten Jungs aus der Hauptstadt machen natürlich stramme Fußläufe. Aber jetzt ist es auch an der Zeit, euch zu sagen, wo wir gelandet sind. Falls ihr es nicht eh schon gecheckt habt. Ich sag's euch, Freunde, wo wir sind. Wir sind im wunderschönen Glasgow und gehen heute zum Rangers-Spiel. Oh Baby, Euroleague. Aber erst mal was zu essen und das ist genau hinter uns. Ein Korean Chicken Laden, Bing Bang Bosch, ist uns über den Weg gelaufen. Und den konnten wir nicht passieren. Ich habe mir eine wunderschöne B-Cup geholt. Ein B-Cup, ich wollte eigentlich Pulled Pork, war ausverkauft. Ein B-Cup ist Korean Style Barbecue Beef. Und wir haben dabei Beef schon eingelegt drauf. Wir haben so schöne, wunderkleine Glasnudeln mit dabei. Wir haben dieses kleine Braune, was hier drauf ist. Das ist einfach sowas wie Alge, aber das Algenpapier wie bei dem Sushi außenrum, Salat, Tomate, ein bisschen Reis drunter und noch so eine Art Rettich-Baby. Das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage. Versuch alles raufzukriegen, das komplette Geschmackserlebnis mitzunehmen beim ersten Biss. Ich krieg keinen Reis mit drauf, keine Chance, Digga. Absolut keine Chance. In dem Sinne, guten Appetit. Dieses Algenpapier wie beim Sushi kommt richtig in den Vordergrund. Einen richtig, richtig geilen Geschmack. Mal gucken, wie der Reistest schmeckt. Da ist unten anscheinend auch ein bisschen Soße rausgedrippt von dem eingelegten Fleisch. Da wieder normaler Reis. Und nur das Fleisch alleine? Kann ich gar nicht sagen, in was für eine Richtung es mariniert ist. Aber es ist voll geil und es ist perfekte Grundlage für fucking Scottish Beer, man. Als Nebenspeise haben wir noch Korean Fried Chicken, einfach nur so klein mit einer spicy Bang-Soße, Baby. Mal schauen, ob die bangt.
Es ist nicht scharf. Im Nachhinein doch, es sieht schon geil nach. Wow, aber es ist vor allem heiß. Und es ist unlogisch, unglaublich. Oh, der ist lecker. Probier mal meinen Spicy Chicken. Oh. Mhm. Sabri hat auf seinem Chicken die komplett scharfe Soße drauf. Die soll ich probieren? Soll ich einmal ein Piece nehmen? Okay. Man sieht gar nichts, aber ist scheißegal, Freunde. Einfach auch schon um 14 Uhr in Glasgow heute dunkel geworden. Das Schaf hat auch schon sehr viel Eigengeschmack, Alter. Aber knallt, Alter, wow. Die ist sehr scharf. Die ist schärfer auf jeden Fall als das da. Aber ist geil. Ja, sehr geil. Alles sehr geil. Also, Grundlage, Baby. Wenn ihr nach Schottland kommt, Glasgow, kann man drauf schwören. Bang, bang, Bosch. Guten Appetit. Korean Cups, mein bestes Englisch. Bang, bang, Bosch oder Korean Cups. Checkt den Laden ab, Freunde. Danach sind wir auf der Suche nach Bier in der Kneipe The Horseshoe gelandet. Pickepacke voll, richtig gut. Ey, also ganz ehrlich, von diesen Pappdingern hier, England, Schottland, Irland. Irland war ich noch nicht, Schottland ist auch das erste Mal. Bin ich ein Riesenfan von. So geil, da drin ist es so voll, da geht es so ab. Das Ding ist voll. Die Idioten haben uns natürlich 2 Bier aus dem bestellt, weil wir zu schnell waren beim Bestellen, weil jeder einzeln bestellt hat. Aber dann müssen wir auch gleich zum Stadion. Aber das feiere ich wirklich sehr. Welcome. The Horseshoe. Es heißt einfach der Pferdeschuh. Weißt du, wie es in Deutschland heißen würde? Ja, zum goldenen Hufeisen würde es in Deutschland heißen, ne? Einfach nur zum Hufeisen. Ja, das verstehst du nicht. Doch, ich verstehe. You fucking crazy, man. Das ist so geisteskrank hier, Freunde. Wirklich, die Leute laufen hier bei 4 Grad Außentemperatur in Sachen rum, die kürzer sind als der Abstand von meinem Becken zu meiner Eichel. Der war gut. Ne? Weiß man, was ich meine? Ja. Wir gehen zum Stadion, Freunde. Let's go! Wir haben es geschafft, wir sind eine Stunde gelaufen. Erst war gar nichts los, das ist hier die tote Hose. Wir dachten uns, wo sind die Fans? Immerhin haben wir noch ein paar Pints gekriegt in einem Pub dann. Es war ganz schön, wir haben uns ein bisschen übernommen. Nach einer Dreiviertelstunde Laufen wurde es dann immer mehr Fans kamen. Es kamen Foodtrucks. Wir waren aber so voll, dass wir uns dachten, ey, wir essen uns natürlich lieber im Stadion voll. Und hier sind wir wieder angekommen. Vor dem Stadion. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde, bis es losgeht. Hier ist es full. Verkaufsstände für Schals gibt es, für Hüte, für alles. Und es gibt auch noch Essen. Aber was wir machen, Freunde, ist reingehen, weil ich ultra auf Toilette muss. Ich musste schon bestimmt 6-mal pinkeln von 3 Bier heute. Ist es so auch bei euch so schlimm? Wir gehen rein. Wir gehen jetzt noch schnell in den Store. Ich will mir doch noch einen Schal natürlich holen, wie immer. Der muss natürlich noch mit dabei sein. Der ist direkt hier gegenüber vom Stadion. Ein richtig moderner Store. Auf jeden Fall ein sexy rotes Trikot. Freunde, ihr wisst ja, ich bin Celtic. Aber das sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus. Der Sponsor, einfach das gleiche wie bei die roten Hunde aus Bukarest. Aha. Erinnerst du dich? Nee. Schlecht aus. Machen wir eine Drehung? Ja, egal. Aber, halt, aber sieht schon sehr, sehr geil aus. Wir haben hier Schals, die anscheinend AIDS-Werbung? AIDS-Werbung? Ne, weißt du, was ich meine? Dieses. Ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist dieses AIDS-Ding. Ja, ist Werbung für AIDS. Nee, aber das ist anscheinend hier überall drauf. Das hat nichts mit AIDS zu tun. Aber hier, Rangers, fucking Rangers. Ja, das ist auch AIDS-Werbung. Du bist so Idiot, Alter. So ein Trikot kommt aber auch einfach mal trockene 115 Pfund, Alter. Wow. Und Orange ist auch irgendwie so eine Rangers-Farbe, ne? Ich darf das C-Wort nicht so laut sagen. Jacken sind natürlich auch nicht schlecht, ne? Sieht schon cool aus so, aber ich sehe mich halt bei einem Schal heute. Hat auch so ein bisschen die Schal-Island-Flair, oder? Ja. Costa Quanta, wenn wir an der Kasse sehen. How much is it? It's 14 quid, mate. Okay. I can pay with card, right? Yes, card only in here. Anyway. Ah, perfect. Thank you very much. No worries, it's good, Matt, right? Yeah, thank you. Da oben sehen wir auch hier im Stadion, dass sie 34 Mal den schottischen Cup gewonnen haben, 27 Mal die Liga, 55 Mal weiß ich nicht was und links sieht aus wie die Champions League. Haben sie die Champions League gewonnen? Only God knows, man. Ich weiß es tatsächlich auch, Freunde. Einfache Antwort, nein, haben sie nicht. Hey, wir sind drin, Freunde. Es gab keine Sicherheitskontrolle und es gibt hier drin anscheinend, ich mag es gar nicht so auszusprechen, aber es gibt einfach kein Bier hier im Stadion. Innenraum, man darf ja in England sowieso nicht mit in den Raum, wo die Plätze sind, Bier mitnehmen, aber eigentlich hier draußen Bier, aber hier ist auch einfach... Diesen Mann hier könnt ihr euch übrigens merken, ein absoluter Ehrenmann, der uns später noch in die größte Rangers-Kneipe der Stadt führen wird. Leer. Es gibt Essensstände, es gibt einfach Döner-Pie, was ja wirklich next level bodenlos ist. Ja, wir schauen mal jetzt, wo wir noch was zu essen haben. Kein Alkohol hier.
Also wir grabben uns jetzt noch was zu essen. Es gibt einfach nur Pies hier. Und wir haben gerade mal mit Rangers-Fans gesprochen. Die waren erstmal sehr, sehr sympathisch. Und die führen uns einfach nach dem Spiel noch zu einem, wie sagt man, Vereinspub hier. Ja. Wo es nochmal abgeht. Zu dem also, Pub. Bleibt auf jeden Fall am Start, da soll es richtig abgehen. Es gibt hier keinen Alkohol im Stadion, hat er gesagt. Er hat gesagt, die sind einfach zu crazy, die gehen zu sehr ab. In komplett Schottland gibt es kein Alkohol im Stadion. Very, very sad. Hi, can you get me a Coke, a Fanta and a chili spicy chicken pie? The chili chicken pie? Yes, and a Coke and a Fanta. Oh Mann, hab ich Angst vor der Scheiße, ey. Heilige Maria, leck mich am Arsch. Das ist ein Scotch Pie. Welcher Mensch soll wissen, was da drin sein soll? Ach du Kacke, ich krieg Flashbacks zu Chelsea, Baby. 5 von 10, Digga, was ist das? Wobei das irgendwie noch humaner aussieht. Welchen hast du jetzt genommen? Den Scotch Pie hatten die nur noch. Scotch Pie. Scotch Pie. Wir gehen jetzt mal auf unsere Plätze, schauen mal, wie es hier ist. Ey, wirklich, die Schotten sind so sympathisch. Und jetzt kommt der erste View ins Stadion. Ich hab alles geschafft. Das sind unsere Plätze, Freunde. Dicker, dicker Kuss geht raus an Lieferando, die das hier möglich gemacht haben. Kuss. Schönes Stadion, wirklich. Sehr, sehr sexy. Und hiervor habe ich gleich sehr, sehr Angst. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den Kickoff an. Was für ein Vibe hier, Alter. What a great night, mate. Spieler kommen raus. Choreo läuft noch. Very nice. Sauber, ich genieße es. Sehr schön. Ich höre kein Wort. Und alles, was ich gerade denke, ist, ob ich dieses Gerät hier gleich überleben werde. Das kannst du auch keinem erzählen. Ich werde Fußball und denke nur dran. Die Jungs kommen raus. Ich frage mich, wo die Auswärtskurve ist. Ist die Auswärtskurve da unten in der Ecke? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist es auswärts da unten? Das da? Auswärts? Ja, da unten. Einfach direkt da quasi neben dem Heimblock ist die Auswärtskurve da in der Ecke. Crazy, crazy. Also was uns direkt auffällt, ist, dass die Schotten auch viel, viel mehr singen als die Engländer. Die stimmen direkt die Songs an auch. Gibt aber auch nicht sowas wie eine Kurve, da macht auch jeder mit eigentlich. Und es geht los, Freunde. Celtic, Rangers. Voll versprochen, ey, wow. In dem Sinne, schauen wir erstmal, was hier, ist das laut, was hier drinne ist. What the f***? Cheers. Außen ein bisschen crispy, innen sehr fleischig, sehr matschig. Das ist Scottish Pie, ne? Scottish Pie. Ich glaube, ich beschreibe das lieber mit einem Voice-Over, was es ist, weil ich es absolut nicht rausschmecken kann. Und da ich es euch immer noch nicht wirklich sagen kann, habe ich mal meinen besten Freund Chad gefragt. Und der hat mir eine perfekte Antwort auf die genaue Zuschauerschaft ausgesprochen. Stell dir vor, du nimmst einen Bissen von etwas Magischem. Eine kleine, knusprige Teigkruste, die wie eine geheime Schatzkarte aussieht. Innen versteckt sich eine Abenteuerwelt. Aus saftig gewürztem Fleisch. Das schmeckt, als wäre es von den mutigsten Rittern und den freundlichsten Drachen in Schottland zubereitet worden. What the fuck? Es ist wie eine Überraschungsparty in deinem Mund, wo jeder Bissen dich auf eine Reise mitnimmt und dir das Gefühl gibt, dass du den köstlichsten Schatz der Welt entdeckt hast. Und das Beste daran? Du kannst es in kleinen Händen halten und genießen, als wäre es speziell für dich gemacht worden. Es ist wie ein kleines Stück Zauberland in Form einer leckeren kleinen Pastete. Das ist, wie ein Scotch Pie schmeckt. Es hat absolut nicht so gut geschmeckt, wie es gerade beschrieben wurde. Es war geisteskrank scheiße. Aber ich selbst würde dem Ganzen jetzt wirklich eine 3 von 10 geben. Das ist ja wirklich... Macht mir noch mehr Angst gleich, den Döner Pie zu essen, wenn es hier noch gibt. Heilige Maria, ey. Wow, ist das kacke. Ich glaube, was hier auch komplett anders ist als in England, dass sie einfach Farmen haben. Das gibt es in England, glaube ich, gar nicht. Also hier ist doch schon so ein bisschen diese Fankultur übergeschwappt mit so einem Blog. Was Sabi auch erzählte, dass sie einfach eine Fanfreundschaft mit dem HSV haben. Und ja, es stimmt tatsächlich. Seit 2021 haben sie offiziell aus einer langen Fanfreundschaft eine richtige Kooperation sogar gestartet, um Projekte mit und für die Fans zu starten. Später in der Bar treffen wir sogar noch HSV-Fans. Ha ha ha!
Einfach Rio de Janeiro läuft. Let's go! Geil, 1-0, Baby. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Mitjubeln, ganz wichtig und richtig. Wir haben auch schon schwierige Blicke gekriegt, deswegen einfach. Go Celtic. Man hört, die singen viel, viel mehr als die Engländer. Viel, viel mehr. Ach, deswegen das brasilianische Lied? Ja, ja, weil der Typ, glaube ich, Brasilianer ist. Das wär krass. Ich habe leider keine Ahnung, wer getroffen hat. Man sieht es leider nicht, man hat es nicht gehört. Oh. Sehr unerwartet crazy, Alter. Crazy. Und wieder ein anderer Song auch, wow. Jetzt wird nochmal geboot, weil die Sparta Prag nochmal einen Kreis macht, um sie mal zu sammeln. Nur weil die sich so besprechen. Ja, meine ich ja, weil die Kreis machen, weil sie sich sammeln, ja, also schon. Aber die Stimmung hier absolut on fire. Besser könnte man heute diesen Tag nicht erwischen als für uns. Wäre sehr, sehr geil. Oh! Die machen das so schlecht. Seht Rangers, you playing great. Aus dem Spielaufbau heraus so viele Fehler, Digga. Das kannst du gar nicht geben, Alter. Da wäre ich, dass Hertha hier besser performen würde. Wir gehen jetzt gleich in die Halbzeit und ich schau noch mal, was ich hier zu essen kriege. Ich esse Scotch Pie, Macaroni Pie, Baby. Vielleicht ist da hinten noch was anderes. Hier ist der Black Rooster. Oh, was sehen meine Augen? Chicken Burger, Chicken Tortilla. Oh, Baby. Hi, can I get the Chicken Tortilla Wrap? Crazy. 6 Euro Pfund für ein Ding. Wirklich klein und dünn. Also so quasi. So passt meine Hand da drum. Dann würde ich sagen, werfen wir einfach mal einen schnellen Blick da drauf und gucken, wie es schmeckt, Baby. Let's go. Gut. Baby, da kommt Käse. Was passiert denn hier? Wir haben Chicken mit einer Art Käse drin. Eine Käsesoße, die aber gar nicht käsig schmeckt, sondern so käsig-fruchtig. Aber leider sehr, sehr viel Teig und wenig Inhalt für den Preis. Ich versuche mal, das Ding aufzumachen und zu schauen, ob hier noch irgendwas uns drin erwartet. Es ist wirklich nur Chicken in einer gelben Soße, käsig, aber irgendwie auch nicht. Schmeckt lecker. Aber während ich es esse, frage ich mich eigentlich, was zur Hölle ist das und verdaue ich das irgendwie gut? Das Chicken sieht doch irgendwie gekocht und nicht gebraten aus. Oder kennt ihr das, wenn ihr billiges Chicken kauft und ihr bratet es in der Pfanne an von Netto oder keine Ahnung wo und es lässt so viel Wasser, dass es gar nicht anbrät und gar nicht kross wird? Genau so ist dieses Chicken hier. Kriegt man mir eine, trotzdem eine 5 von 10. Eine 6, weil ich sowas noch nie gegessen habe. Aber was mir gerade aufgefallen ist, Freunde, wir haben Halbzeit und ihr seht um mich herum, alle Leute stehen. Alle stehen! Während dem Spiel sitzen alle, aber in der Halbzeit wird durchgestanden. Das Spiel geht los. Gotta sit down, baby. Nice. Wow. Very good, young lad. Hört ihr diese Lautstärke, Freunde? Die sind so ready, die Boys. Schöner Pass von Mac Ausland. Der haut ihn einfach in die Stands. Wirklich, aber die Stimmung, wir sind 75. und es ist noch immer wieder laut. Also die Iren, die Schotten sind natürlich unterschiedlich von der Stimmung her, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und der Mann da unten, der heißt einfach Mac Ausland. He is from Northern Ireland, so he is an Auslander. Anstrengend.
Anschlusstreffer für Spartak Prag. Jetzt wird es dann doch nochmal unnötig spannend, wobei die Jungs. Jetzt wird es erst recht laut. Geisteskrank. Direkter Anschluss, Baby! Vamos, Samba! Samba! Geil, geil, geil! Und da unten. Alles schon voll. Weil sie da jubeln. Geil, Digga, so wichtig. Direkt nach dem Tor, Baby. Vamos, Hermanos! Nein! Er sagt nicht, Alter, Minuten nach dem Tor. Drei Minuten nach dem Tor geht er zum VAR und schaut sich an, Alter. 3 Minuten nach dem Treffer. Ungelogen ist das bodenlos. Nein! Weißt du, deswegen ist der VAR ein Haufen Grütze. Wir haben uns gefreut, wir haben Emotionen rausgelassen. Wir sind uns in die Arme gefallen. Und der VAR macht alles zur Nichte, Digga. Es ist so bodenlos. Also diese Lautstärke gerade erinnert mich ein bisschen an Istanbul, Alter. Das ist schon geisteskrank. Geil, geil laut. Und somit müsst ihr jetzt eigentlich abpfeifen, dass das Ding vorbei ist, Alter. Wirklich. So lange nachgespielt. Und er pfeift! Vorbei. Go Rangers 2-1, Baby. Und jetzt ab in den Pub, Baby. Ja, mal schauen, ob wir jetzt nochmal die Jungs, die Männer finden, die uns zum Pub bringen wollen. Alter, ich bin gespannt. Sabri geht auf Toilette, mal gucken. Wir wollten uns hier wieder mit denen treffen, ob die kommen. Wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden. Er bringt uns jetzt zum Pub. Er ist so sympathisch. You're the man, you're the man. What a guy, thank you. Have a look to here. Cheers. Cheers. What's your name? Ben. 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 Sabri. Richie. Nice, nice to meet you, Major Richie. Nice to meet you guys. Enjoy. You heard you say the name though. Yeah. Are you proud? Who's this? Mikel Arteta! Ja, aber man sieht, aber klar, ich hab's nicht gewusst, aber er sieht so aus. Der Abend neigt sich dem Ende. Danke, Richie, für deine Gastfreundlichkeit. Gruß und Kuss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns nächste Woche. Malaga Souvlaki!